Ja, dann darf ich mich selber anmoderieren. Hals Hunkler, bin seit 10 Jahren Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken. In meinem Vorleben 3 Jahre in Dubai als ärztlicher Direktor und davor meistens in den Salzburger Landeskliniken tätig, danke, als Chirurg und kenne somit das Haus mit vielen Unterbrechungen allerdings rund 40 Jahre und ich war auch mal jünger. Vor 10 Jahren im Rahmen meiner Bewerbung habe ich damals das erste Mal wieder angesprochen, dass wir unbedingt mit der AVA und dem UKH kooperieren sollten. Die Zeitung hat daraus die Fusion gemacht, aber es ist natürlich keine Fusion. Die AVA bleibt mit den UKHs Spitalsbetreiber, auch wenn es politisch schon einmal sehr stark an der Kippe gestanden ist. Die ersten Kooperationsgespräche haben wir dann ernsthaft 2019 begonnen. Es gab dann die erste Version von einem Kooperationsvertrag 2020 und damals haben wir noch geglaubt, wir kriegen das UKH in unsere Chirurgie West, wo unsere derzeitige Orthopädie-Traumatologie mit 100 Betten verortet ist. Aber aus Gründen der Raumressourcen haben wir gesagt, wir werden das in den Neubau des Hauses B geben. Es waren dann die Einreichungen bei den Ministerien, das ist Finanzministerium, Gesundheitsministerium und beim Land Salzburg. Und wir waren damals mit der Kostenschätzung und der Reife, dem Reifegrad der Entwicklung des Projektes noch viel zu früh dran, als wir die ersten Kosten abgegeben haben. Dazu kam dann auch noch dementsprechend die Baublase. Ich hoffe zumindest, dass es eine Blase bleibt, die irgendwann wieder kollabiert, weil die derzeitigen Preise oder die Preise der letzten 1-2 Jahre waren ja wirklich astronomisch. Und wir haben gesagt, wir betreiben jetzt mit dem ursprünglich bekannten Budget einmal jedenfalls die Betriebsorganisation und die Errichtungsphase so weit voran, dass wir dann, wenn wir wirklich ein Raum- und Funktionsprogramm haben und einen detaillierten Plan aufweisen können, dann auch eine sehr exakte Kostenschätzung mit plus minus 10% abgeben können. Und dann werden wir noch einmal den Gremienlauf durchführen. Das war dann sozusagen die Zeitungsnachricht, dass wir den Vertrag für die neue Unfallklinik geschlossen haben. Man kann den Medien so oft sagen, dass es nicht nur eine Unfallklinik ist, es ist eine Orthopädie-Traumatologie und der dementsprechende LOI ist auch so abgefasst, aber die Medien schreiben halt unter Anführungszeichen das, was vielleicht auch für die Bevölkerung am ehesten drankommt. Und so sieht die Vision von diesem Gebäude aus. Was waren die weiteren Meilensteine? Eben am 4.4.22 die Gründung der Errichtungsgesellschaft. Es wurden 2 Geschäftsführer bestellt. Mein Co-Referent Magister Bernhard als Generaldirektor der AVA und meine Wenigkeit. Und wir haben gemeinsam den ersten Mitarbeiter in der GmbH, einen BO-Experten, eingestellt. Wir haben ein Budget in dieser Gesellschaft. Und starten die GmbH jetzt mit einem Finanzrahmen für einmal das kommende Jahr aus. Damit Sie sehen, wie die Verortung am Campus läuft. Dieses orange markierte ist der Campus des Landeskrankenhauses, des Universitätsklinikums Salzburg. Wir haben ja 2 Standorte, der andere Campus ist die Christian-Doppler-Klinik. Und das rot eingezeichnete ist das Baufeld für dieses Haus B. Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Chirurgie West. Das ist dieses geschwungene Bauwerk. Es werden auch Brücken errichtet werden, sodass man dementsprechend die Häuser und vor allem die Operationsbereiche miteinander verbinden und nutzen kann. Auch die Intensivstationen werden in insgesamt dann 3 Häusern auf einer Ebene verbunden sein. So schaut es kurz aus. Wir haben den Helikopterlandeplatz oben,
der natürlich nicht so klein ausfallen wird, wie er hier dargestellt ist. Er wird nierenförmig und sehr groß sein, sodass man zumindest zwei, wenn nicht drei Helikopter gleichzeitig haben kann. Wir haben ja auf der Chirurgie Westhaus A auch noch einen Notfallhubschauer-Landeplatz. Wir werden so machen, dass in der Regel, wenn nicht mehr anfällt, alle Notfälle, alle Primärtransporte auf diesem Haus B landen werden und in den zentralen Schockraum kommen werden, und Sekundärtransporte von anderen Häusern mit weniger Dringlichkeit werden wir dann im alten Helikopterlandeplatz abwickeln, beziehungsweise, falls wirklich einmal ein Overflow ist am Flughafen oben bei uns, dann können wir den immer noch nutzen. Und Sie sehen auf einer Ebene OP, Intensiv- und Schockraum. Wir haben darunter die Dialyseversorgung, Technik, ganzen Umkleiden, und in grün, diesem kreuzförmigen Teil, sind die Stationen. Das ist auch so als Bauwerk bereits abgenommen von der Stadt und kann in dieser Kubatur errichtet werden. Da sieht man nochmal eine andere Darstellung. Da ist das Parkhaus drauf, dann ist die Rudolf-Bibel-Straße, wo die Rettungszufahrt ist, Helikopterteil, dann nach oben kommt eben dann die Chirurgie West, und wir haben Brückenverbindungen zum Haus A, zur Chirurgie und Intensivstation und OP. Das heißt, wir haben dann insgesamt auf einer Ebene mit Brücken und bettengängig verbunden 20 Operationssäle und die Intensivstationen in den drei Häusern für das gesamte Uniklinikum. Wir haben sozusagen schrittweise begonnen, die Dinge aufzubereiten. Im ersten Schritt war es ein Nebeneinanderstellen von LKF-Zahlen beider Träger bis 2021. Wir haben die genauen Strukturen der Stationen, Ambulanzen und Tageskliniken studiert. Die LKF-Zahlen 22 sind vom UKH noch nicht vollständig vorliegend. Die haben gerade einen Switch des Krankenhaus-Dokumentations- und Informationssystems gemacht. Und die Zahlen und Fakten über unsere weiteren Kliniken, die auch noch in dieses Haus hineinkommen, liegen uns natürlich vor. Wir haben dann die Dokumentation plausibilisiert mit unseren Dokumentationsverantwortlichen und haben das einmal zuerst separat gemacht und dann es übereinander gelegt. Und Ziel ist, dass wir die tatsächlichen Leistungsgeschehen in der Planung abbilden können, denn wir wissen, reicht ein MR, braucht man einen zweiten MR in diesem Gebäude, wenn man dann 200 Betten betreibt, wie viele CTs braucht man etc. Das sind die Dinge, die wir derzeit noch abklären. Wir haben berücksichtigt, mal vorläufig eine rein rechnerische Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, haben aber zeitgleich mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Versorgungsforschung und Versorgungsatlas initiiert und konnte einen Studierenden unseres Universitätslehrgangs für Health Science and Leadership gewinnen, der sich mit dem Thema als Masterarbeit beschäftigt, was ist im Fachbereich Orthopädie-Traumatologie noch in die Tagesklinik pro futuro zu verschieben. Nur Stichwort, als ich vor 40 Jahren angefangen habe, waren Cholezystektomien, Gallenblasenentfernungen, selten unter 10 Tagen da, oft waren es damals die etwas Übergewichtigen, die dann auch noch eine Wundheilungsstörung haben, da waren es 3 Wochen da. Mittlerweile gehört das im Wesentlichen der Vergangenheit an, und wir sind dazu übergegangen, Cholezystektomien natürlich bei ausgewählten PatientInnen tagesklinisch Same-Day-Surgery zu machen, was natürlich auch da hier in diese Dinge Einfluss finden muss, weil dann braucht man unter Umständen weniger Betten und eben mehr Tagesklinik. Und jetzt sind wir dabei, strategische Annahmen zur Situation 2033 zu treffen, damit wir eine ausreichende Versorgung auch im extramuralen Bereich haben. Derzeit ist es ja leider so, dass vor allem auf der Orthopädie-Traumatologie, aber auch anderen Abteilungen mehr oder weniger der Abfluss an Patienten nicht gewährleistet ist. Die Seniorenheime sperren zum Teil zu. Senecura hat zuerst reduziert, jetzt wollen sie das Haus ganz aufgeben. Polaring, ein weiteres Seniorenhaus in Salzburg, hat auch einfach zugesperrt.
Ja, und wenn man das alles zusperrt, dann ist halt der Abfluss nicht gegeben und wir sind jetzt sogar dazu übergegangen, in Hallein ein Haus, das auch der Senecura gehört, zu kaufen und dort sozusagen eine Übergangspflegeeinrichtung zu machen, damit wir es uns selber machen, weil dann können wir es auch selber steuern, wie die Leute aufgenommen werden. Und es sind viele Dinge mitzudenken, Änderung der Behandlungsmethoden, Telemedizin, tagesklinisch statt stationär, die Belegsdauern gehen laufend herunter. Hier ist auch die Robotik zum Teil mit sehr stark beeinflussend. Und die Kooperation zwischen AVA und den Salzburger Landeskliniken, in dem Fall dem Uniklinikum im Bereich der Orthopädie-Traumatologie, soll die Versorgung nachhaltig sicherstellen. Wir brauchen ein orthopädisch-traumatologisches Referenzzentrum für Westösterreich und eine langfristige Absetzung der Absicherung der Patientenversorgung auf einem hohen Niveau. Wir müssen die Ressourcen bündeln, Thema Mangel an Ärzten, Mangel in der Pflege, Mangel aber genauso an OTAs bzw. Personal in den OPs, deswegen auch bei uns OPs gesperrt. Es ist auch nicht mehr so wie früher, wo die AVA, das UKH, problemlos auf niedergelassene Neurochirurgen und sonstige Spezialgebiete zurückgreifen konnte. Die Bereitschaft, wenn jemand in der Ordination sitzt, dass er dann alles liegen und stehen lässt und schnell unter Anführungszeichen ins UKH fährt, ist enden wollend. Wir können es zum Teil auch nicht mehr immer gewährleisten, weil wir zum Teil gar nicht so viele Fachärzte haben, dass wir vor allem in den Nachtstunden bei Rufbereitschaft das alles versorgen können. Und wir glauben, dass wir hier die Synergien nutzen und die Kräfte bündeln an einem Standort, dass das der Weg der Zukunft ist. Wir wollen einfach ein modernes Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ärztlichen Dienst, in der Pflege, aber natürlich auch in der Verwaltung schaffen und nebenbei auch noch die benötigten baulichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre treffen. Was sind die Eckpunkte von diesem Haus? Es wird 280 Stationsbetten umfassen, davon 200 für die Universitätsklinik für Orthopädie-Traumatologie unter Leitung der AUVA. 2 Intensivstationen in dem Gebäude, 15 Tagesklinikplätze, 12 OP-Säle, 53.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Das ist wirklich ein großes Schiff. Und wir hoffen, dass wir es zwischen 2029 und 2033, derzeit schaut es eher so aus, 2030, 2031 in Betrieb nehmen können. Die AUVA heute, alles aus einer Hand. Obere Teil ist, was die AUVA generell macht, die Trauma- und Schwerstverletztenversorgung auf höchstem Niveau mit 4.600 Mitarbeitern, jährlich über 300.000 PatientInnen und österreichweit 1.500 Betten. Das UKH Salzburg hat rund 400 MitarbeiterInnen, versorgt rund 5.000 PatientInnen stationär sowie 33.000 Patienten ambulant. Und wir beginnen jetzt schon mit einer schrittweisen Kooperation zwischen den beiden Institutionen. Sie haben zuerst darauf hingewiesen, wir wissen alles über unsere Spitäler, aber wir wissen über den anderen nichts. Ich kann nur sagen, seit wir uns jetzt gegenseitig austauschen, wird das Klima laufend besser, weil der eine sieht vom anderen, was der tut. Weil der eine erzählt, jetzt haben wir die am Patienten nicht genommen und haben ihn zu mir geschickt und umgekehrt genauso und keiner weiß aber, was der andere tut. Dreht der Däumchen oder will er nicht, kann er nicht oder was ist los? Und ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist wesentlich auch einmal dann für den niedergelassenen Bereich, damit die auch kapieren, was wir in den Spitälern leisten und welche Leistungen wir vor allem zu Zeiten erbringen, wo die Ordinationen geschlossen sind. Die AVA in der Zukunft wird ganz anders ausschauen, wie das, was heute im UKH geleistet wird. Es wird eine Universitätsklinik weiterhin bleiben für Orthopädie-Traumatologie unter Führung der AVA. Es werden rund 500 Mitarbeiter zugewiesenermaßen von uns und von denen in den Gesundheitsberufen in diesem Haus bearbeiten. Jetzt nur Orthopädie-Traumatologie. Es sind 200 Betten, damit wir unter einem Dach die wirklich höchste Kompetenz von Orthotraumaversorgung und universitärer Spitzenmedizin sowie Forschung abwickeln können. Der Vorteil ist, wie ich zuerst schon gesagt habe, es sind alle Konziliarfächer vor Ort. Wir haben kurze Wege
Und wir werden dann rund 10.000 PatientInnen stationär versorgen und rund 66.000 PatientInnen-Behandlungen ambulant, wenn man so den Kontakt pro Tag rechnet. Wir werden ein überregionales Traumazentrum und ein Traumanetzwerk sein. Und Sie sehen schon an den Zahlen, es ist in etwa 50-50, es schwankt immer so ein bisschen, dann sind es einmal 52 beim einen und einmal 54 beim einen oder anderen. Aber im Wesentlichen ist auch so dann die Abrechnung geplant, weil die AVA mit ihren 100 Betten ist ja außerhalb des LKF-Systems. Alle PatientInnen werden aber im LKF-System aufgenommen und geführt, wie wenn sie PatientInnen oder Patienten des SAGES, also des LKF-Systems wären. Und anschließend wird festgelegt werden, dass dieser oder jene Prozentsatz, das werden wir ein Jahr, bevor wir in Betrieb gehen, festlegen. Die Verhältnisse, die können wir jetzt eh schon über die Jahre sozusagen beobachten, da wird man einen Mittelwert daraus nehmen. Dann gibt es keine Streiterei. Jeder dritte Patient ist ein Polytrauma, jeder zweite ist eine Radiusfraktur und immer muss der eine die teuren und der andere die billigen zahlen etc. So haben wir das relativ chirurgisch und pragmatisch gelöst. Wir haben ungefähr 1000 Hubschrauberflüge pro Tag, 135 sind sekundär, der Rest sind Primäranflüge, also ich glaube auch für die Umgebung mit rund 3 Hubschrauberflügen pro Tag jetzt keine massive Überlastung. Und ich habe schon gesagt, neben der Universitätsklinik für Orthopädie sind weitere medizinische Fachrichtungen in diesem Haus verortet. Es kommt dazu, dass wir ein Operationssaalzentrum mit einem Hybrid-OP jedenfalls ausstatten werden. Die Intensivstationen, habe ich schon erwähnt, modernste Diagnostik inklusive Angio- und Koronarangiografie werden wir ebenfalls in diesem Haus haben. Es wird eine multidisziplinäre Notaufnahme für den Campus geben. Es ist Gott sei Dank keine zentrale Notaufnahme. Gynäkologie, Pädiatrie, Onkologie, Augenheilkunde und in der Dienste die Dermatologie bleiben dezentral. Wir sind aber der zentrale Schockraum für den Campus LKH. Wir werden auch die Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie dorthin verorten. Die haben auch bereits eine interoperative 3D-Bildgebung. Wir werden die Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten dorthin verorten. Wir werden die Ambulanzen und die chronische Dialyse der ersten Medizin dort verorten und wir werden den Herzkatheter der zweiten Medizin dort verorten und soweit notwendig auch Teile der des Universitätsinstitutes für Radiologie entsprechend des Bedarfes, weil wir ja auch immer wieder ausweichen bei den MRs in die anderen Häuser. Ja, so schaut der Campus derzeit aus. Und im Anschluss an dieses gebogene Gebäude bis zu diesem weißlichen Gebäude im Hintergrund, was das Institutsgebäude ist, wird sich dieses Baufeld erstrecken. Und ich werde es zwar beruflich nicht mehr erleben, aber ich bin trotzdem sehr froh und stolz, dass ich das anstoßen konnte und dass wir jetzt wirklich so weit sind, trotz vieler, vieler, vieler Gegenwinde, dass wir jetzt in der Umsetzung sind. Danke.